Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde, und herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf meinem Kanal NoTime MMA. Ich habe in einem Video vor ein paar Tagen schon angekündigt, dass Khabib Nurmagomedov und Conor McGregor sich bei der UFC 257 sehr wahrscheinlich über den Weg laufen werden. Und nun hat Khabib Nurmagomedov sich erstmals dazu geäußert, denn er hat gesagt, er wird dort ebenfalls anwesend sein, wo Conor McGregor auf das Stemporia trifft. Und der Dagestaner glaubt, die UFC könnte sogar versuchen, ein Treffen zwischen den beiden hitzigen Rivalen zu organisieren. Khabib beendete seine jahrelange Fehde mit McGregor, als er den Iren vor mehr als 2 Jahren in der 4. Runde bei der UFC 229 letztendlich auschoken konnte, und der Kampf löste letztendlich einen Tumult aus, der darauf hindeutete, dass die Fehde alles andere als beendet ist. Da Nurmagomedov jedoch erneut betont, dass er ein pensionierter Kämpfer ist, sagt er, dass die Möglichkeit eines zweiten Kampfes mit McGregor völlig ausgeschlossen sei. Er deutet jedoch an, dass die UFC versuchen könnte, für eine Schlagzeile zu sorgen, indem sie dafür sorgt, dass sich die Wege der beiden bei der UFC 257 im Januar kreuzen werden, wo McGregor gegen den ehemaligen Interims-Champion Dustin Poirier antreten wird. Auf einer Pressekonferenz in Moskau sprach Khabib darüber und sagte, dass einer seiner Teamkollegen und Cousin Umar Nurmagomedov ebenfalls bei der Karte kämpfen wird und er ihn als Trainer dort supporten bzw. coachen will. Und was passiert, wenn er auf Conor McGregor trifft? Er sagte, warum soll ich darüber nachdenken? Ich werde auf der Grundlage der Situation handeln. Wenn sie jemanden nicht mögen oder sie nicht mag, ist das in Ordnung. Wenn ich jemanden treffe, den ich nicht mag, werde ich der Situation entsprechend handeln. Auf die Frage, ob die UFC versuchen könnte, eine Situation, in der sich die Wege von McGregor und Khabib kreuzen, gezielt zu organisieren, schloss der unbesiegte Dagestan diese Möglichkeit nicht aus. Jetzt führen wir ein ernstes Gespräch, sagte er. Vielleicht können sie dazu in der Lage sein. Alles kann passieren. Es könnte in Moskau, Abu Dhabi oder New York sein. Glauben Sie mir, die UFC ist am besten da drin, solche Schlagzeilen zu erschaffen und Leute zusammenzubringen. Aber wenn es hart auf hart kommt, so erwartet Khabib keine Wiederholung des berüchtigten Busangriffes, wie zum Beispiel im April 2018, der zu McGregors Verhaftung führte. Und Khabib Nurmagomedov war danach sehr, sehr erzürnt über Conor McGregor. Wir alle erinnern uns an diese Situation, wie Conor McGregor damals irgendwie einen Transport, wie Conor McGregor damals so einen kleinen Gabelstapler in den Bus geworfen hat und Khabib Nurmagomedov daraufhin komplett durchgedreht ist und sagte, send mir deine Location und so weiter und so fort. Und er sagte, im Leben ist alles möglich, die Menschen töten sich gegenseitig und versöhnen sich dann. Und ich glaube nicht, dass es von ihm eine Provokation geben wird, denn er wird über seinen Kampf mit Dustin Poirier nachdenken müssen. Und Leute, mega krass, was Khabib dazu sagt. Ich finde es allgemein auch sehr vernünftig von ihm, dass er sagt, dass es ihm eigentlich egal ist, wenn er ihn sieht. Er wird wahrscheinlich eher nur handeln, wenn Conor McGregor handelt und irgendeinen Mist erzählt oder, weiß ich nicht, Khabib droht oder was auch immer, irgendwas anstellt. Dann wird Khabib wahrscheinlich eine Reaktion geben. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Khabib Nurmagomedov eventuell auch Conor McGregor auf irgendeine Art und Weise vielleicht ein bisschen provoziert mit seinem Team oder so. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze da dort abspielen wird. Lasst mich eure Meinung zu dem Thema in den Kommentaren hören und lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Euer NoTime MMA.